Ja, mein Gerrit, warum gehen wir nicht wenigstens in unsere Stammkneipe? Ich hasse diese Bar hier. Mal, die Mädchen wollten sich hier treffen. Komm schon, das wird nett. Weißt du, wofür Doppeldates da sind? Jede Frau hat eine hässliche Freundin, die sie an den Mann bringen will. Nur dafür sind Doppeldates da. Carla hat keine hässliche Freundin. Außerdem ist sie ihre Mitbewohnerin. Wie auch immer heißt's. Was darf sein? Was kann ich für euch tun? Ich nehme mal Wasser. Ohne Kohlensäure, ohne Zitrone. Einfach nur ein geschmackloses, farbloses, fades Wasser. Kubelik. Kommt sofort. Dass ich Bereitschaft habe und keinen Alkohol trinken kann, das macht die Sache echt nicht besser, richtig? Da kommen Sie. Hey, Carla. Hi. Hallo. Na? Hi. Michael? Carla? Carla. Hi, Carla, freut mich. Hallo. Hi, ich bin Eva und ich hasse Doppeldates. Ja. Da sind wir schon zwei, aber ich fange gerade an, meine Meinung zu ändern. Du, Ingo, hast du uns einen Drink vom letzten Mal? Wir haben ja was zu feiern. Vielen Dank für den schönen Abend und natürlich auch, dass ihr uns nach Hause bringt. Wie sieht's aus? Wollt ihr noch auf den Absacker mit hochkommen? Ja. Wir haben auch Wasser da. Hey, das ist total lieb, aber hey, es ist spät und wir müssen morgen früh raus. Was macht ihr schon hier? Du bist doch erst vor 2 Minuten gemeldet. Was machst du hier? Wieso ich? Seid ihr nicht wegen dem Leichenfund hier? Was ist denn für eine Leiche? Männliche Leiche im Erdgeschoss. Eine Nachbarin hat einen Wasserschaden im Keller entdeckt. Wir mussten die Tür aufbrechen und haben ihn an toter Wanne gefunden. Im Erdgeschoss? Ja, im Erdgeschoss. Sie meinen doch nicht Ivo Olic, oder? Hey, wie gut kennen wir denn Herrn Olic? Nee. Er wird aber zu kurz. Du hast echt ganz gut einen in der Mütze. Du solltest besser auf die Schnauze halten jetzt, okay? Ich bin voll da. Ja, du bist voll da, ganz genau. So, hey, hallo hier. Wir gehen da jetzt rein, wo du sagst nichts und fasst nichts an, okay? Okay, pass auf, dann sag du doch schon mal Dock- und Spurensicherung Bescheid. Die sollen ein bisschen Gas geben. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ja, Mädels, tut mir leid. Also, ich tippe auf den Selbstmord. Das glaube ich weniger, Kollege. Ich denke, da hat sie das Genick gebrochen. Er will sich umbringen, steigt in die Wanne, schmeißt den Föhn hinterher. Vielen Dank. Dabei rutscht er aus und bricht sich das Genick. Vollgelöst. Bin ich eine Eins? Nein. Ja, eine 4-. Wenn das so wäre, wie du sagst, ja? Und er dann umfällt, den Kopf irgendwo aufschlägt und deswegen das Genick gebrochen hat, dann müsste ja hier irgendwo in der Wanne Blut sein. Ist es aber nicht. Na gut, dann hat das letzte Wort der Doc. Ja. So sieht's aus. Und in der Zwischenzeit sollten wir mal gucken, dass wir bei den Typen so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Na komm, geh mal raus. Hey, na, am Tag oder besser gesagt, guten Morgen. Kundschaft ist im Bad. Aha, okay, ja, dann leg ich mal los. Okay. Tja, wie gut kanntet ihr den Toten? Ja, halt nicht besonders gut. Ich meine, wir waren Nachbarn, wir haben uns gegrüßt. Wir waren nur ein paar Mal mit ihm feiern. Der war auch irgendwie so ein aufdringlicher Typ. Hat sie fürs Geschenk Gottes an eine Weiblichkeit gehalten. Ein schleimiger Typ. Hey, müde Baby. Ich muss noch morgen früh raus. Ja, gut, wir sind auch soweit durch. Falls ihr Fragen haben, melden wir uns bei euch. Ja? Okay, wir sehen uns morgen, Gerrit. Ich ruf dich. Okay. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Komm gut nach Hause. Ciao. Ciao. Und du, mein Prinz, du gehst jetzt am besten auch mal ins Bettchen, ne? Also in das Bettchen da. Das ist vielleicht besser so. Wir sehen uns später. Ja. Bis gleich. Ja, Doc. Oh, hallo. Danke. Wie sieht's denn aus? Naja, du hast auf jeden Fall recht gehabt. Also, Todesursache ist erstmal ein Genickbruch. Ihr schließt Fremdeinwirkung nicht aus. Er hat am Hals und an den Armen Hämatome. Können gut Abwehrverletzungen sein. Und die Todeszeit? Tja, das ist schwer zu sagen.
Also ich tippe jetzt erstmal vorläufig auf zwischen 19 und 23 Uhr, aber ganz genau kann ich dir erst sagen, wenn ich ihn auf dem Tisch hatte. Gut, danke dir erstmal. Ja. Alles klar. Können wir jetzt mal anfangen? Ja, ja, logisch. Bin bis erste fertig, also. Ja, hier. Sie müssen ja auch noch untersuchen. Mit der Nachbarschaftsbefragung können wir vor 8 Uhr nicht anfangen, aber fragt die Leute dann doch mal, ob sie zwischen 19 und 23 Uhr irgendwas gesehen oder gehört haben. Ja. Und Jungs, die Berichte, wie immer, am liebsten vorgestern, ne? Okay. Bis dann. Hey. Na, wieder frisch? Geht so. Erzähl, wie war's? Ach, eigentlich war's ganz geil. Also, bis auf das Ende. Ich meine, konnte ja keiner ahnen, dass wir noch irgendwie einen Mord über den Weg laufen. War doch ein Mord, oder? Wahrscheinlich. Aber jetzt erzähl. Ja, also, Carla ist echt eine klasse Frau, muss es selbst Michael zugeben. Und zwischen Eva und ihm, ich glaube, da hat's auch gefunkt. Ja, Gerhard, du bist ja schon. Hey. Ausgeschlafen, Junge? Oh, geht so. Du, Gerhard, kannst du mir echt einen Gefallen tun? Mal kurz zum Doc gehen und fragen, ob der mit der Obduktion schon durch ist und alles fertig ist. Der ist doch noch lange nicht fertig. Nein, das kann gut sein, dass er schon fertig ist. Ist echt wichtig. Komm bitte, Junge. Wäre echt lieb von dir. Aber nur, weil du bitte gesagt hast. Das siehst du. Geht doch. Bis später. Jo. Was soll denn das? Der Doc braucht doch wirklich noch ewig. Ja. Das weiß ich selbst, aber ich wollte einfach, dass Geld geht. Wieso? Was habt ihr denn? Guckst du selbst an. Ja und? Glaubst du, die Frau hat was mit dem Mord zu tun? Nee, das nicht, aber die Frau ist Carla Reimer. Das ist Gerrits Flamme? Scheiße. Nicht schön. Nee, das ist gar nicht schön. Ich meine, es ist ein Alibi. Sie war zur Tatzeit mit uns zusammen, ja. Aber ich wollte das Gerhard einfach ersparen. Du kannst ja manchmal richtig nett sein. Ja. Was man von Ulitz nicht behaupten kann. Wir haben auf seinem Laptop eine ziemlich lange Liste von Frauen gefunden. Boah. Der war aber echt fleißig. Mhm. Erzählt mir mal, warum machen Männer sowas, hä? Alex, du kannst Fragen stellen, echt. Auf jeden Fall ist es gut möglich, dass eine von diesen Frauen noch die Täterin ist. Naja, dem Butter ist das Genick gebrochen. Ja, ich denke auch. Das spricht eher für einen männlichen Täter. Ja, gut. Vielleicht war es auch der Freund oder der Mann einer dieser Ladies. Auf jeden Fall müssen wir alle vorladen. Wenn ihr das macht, dann fahre ich mit Gerrit zu der Bar, in der der Rutsch gearbeitet hat. Jetzt komm schon. Gib's doch zu, du hattest gestern auch Spaß, oder? Ja. Ich meine, du und Eva habt euch ja prächtig amüsiert. Ja, okay. Auf jeden Fall gehe ich heute mit Carla zum Italiener. Wie sieht's aus? Habt ihr nicht Lust? Hey, ich sitze gerade mit Michael im Auto. Wir haben gerade über den gestrigen Abend gesprochen. Ja? Was? Ja. Hör zu, ich versuche das Ganze mal zu klären und melde mich dann nochmal, ja? Ja, bis später. Tschüss. Was soll das denn? Was soll was? Ihr habt Carla vorgeladen. Michael, was ist da los? Reine Routine. Versuch nicht, mich zu verarschen, okay? Ja, also, Spurensicherung hat das ein Filmchen gefunden. Was für ein Film? Ja, so ein Film mit. So ein Film, das Carla und das Opfer, also, hatten Spaß zusammen. Halt den Wagen an. Halt sofort an! Mann. Ich glaub's einfach nicht. Kann doch nicht wahr sein. Mann, Gerrit, echt. Das Video ist wahrscheinlich uralt und. Es wurde heimlich gefilmt. Ich wollte dir das Ganze einfach nur. Weißt du was? Der Film ist mir scheißegal. Mir ist schon klar, dass sie keine Jungfrau mehr ist. Aber weißt du, was mich richtig ärgert? Dass ihr denkt, dass ich nicht professionell damit umgehen kann. Deshalb habt ihr mir nichts gesagt. Gerrit, niemand zweifelt an deiner Professionalität. Ich wollte es dir einfach nur ersparen. Gut, war ein Fehler. Entschuldigung. Und nur deshalb wird sie zur Vernehmung geladen? Nein.
Sie hat behauptet, dass sie das Opfer nur oberflächlich kannte und das ist gelogen. Ja, ist doch klar. Mann, sie wird sich doch nicht hinstellen und sagen, ja, ich hatte mit dem Opfer Sex. Mann, ich stand daneben, es wird ihr peinlich gewesen sein. Wir müssen doch trotzdem rausfinden, wie ihr Verhältnis zum Opfer war, oder nicht? Hör zu, sie ist definitiv nicht die Täterin. Sie hat ein Alibi. Sie war mit uns beiden in der Bar. Ich weiß, das ist reine Routine. Mann, jetzt steig wieder ein. Komm schon. Einsteigen.